Gut, dann. Boah, schon wieder so viele Themen. Ja, nein, Der es sind nicht Alex. viele Themen. So, Microsoft hat ja auch seine Konferenz gehabt. Und Microsoft reitet ja diesen AI-Train im Moment. Ja, wie, also die wollen das ja, glaube ich, um jeden Zweck durchbeißen oder durchdrücken. Und Microsoft hat ja jetzt einmal mit Qualcomm, also Qualcomm hat ja jetzt diesen Snapdragon X und diesen X Elite rausgebracht, die jetzt auch endlich diese Leistung bringen, die benötigt wird, um konkurrenzfähig zu sein. Ja, und jetzt dann hat Microsoft dazu Copilot-PCs rausgebracht. Das heißt, das ist das Surface, der Surface Laptop und das Surface Pro 10 oder das nochmal, glaube ich, 10er. Und jetzt dann ist halt überall Copilot drin. Das heißt, Microsoft bringt jetzt Copilot wirklich überall hin. Egal, ob das Windows ist, egal, ob das was weiß ich was ist, Copilot ist da jetzt drin. Das Coole ist natürlich jetzt, Copilot rennt ja jetzt nativ am Gerät für viele Anwendungen über die NPU. Also das heißt, das ist der Vorteil von so modernen Prozessoren, dass sie ein Neural Processing Unit haben für KI-Anwendungen. Und ja, deshalb hat halt Microsoft da jetzt ein groß einmal aufgetrumpft und einmal vorgestellt. Also das heißt, die Apps rennen auch schon relativ viele nativ. Microsoft hat sich ja bei Apple was abgekupfert und hat ihren Emulator sehr, sehr ähnlich zu Rosetta 2 gebaut, damit die. Das war jetzt eben das, der fehlende Stein, der, Genau das. wo ich ja immer gesagt habe, das ist noch der Das Pferdefuß. haben sie jetzt aber auch gemacht. Und sie haben halt schon die ganzen großen Hersteller wie Ups. also Adobe ist dabei, haben schon native Apps, Affinity. Google hat schon, also das heißt, da sind jetzt schon relativ viele, was nativ laufen. Natürlich die ganze Office Suite von Microsoft ist natürlich auch nativ drauf. Und so weiter. Und es halt noch so ein paar kleine Features wie Suche und sowas. Also, das ist wahrscheinlich gleichzeitig das coole Feature von Microsoft und gleichzeitig das, was datenschutztechnisch absoluter Horror sein Welcher könnte. Artikel ist das? Der Word-Artikel noch. Ah, immer noch der Hersteller. Ja, ich habe ihn noch immer. Und das ist dieses Recall-Feature. Ah, ja. So, wenn du Microsoft jetzt glauben könntest, so, das ist jetzt eine gute Frage, macht Microsoft, wenn du das aktivierst, du musst es selber aktivieren, also es ist nicht standardmäßig aktiviert, wobei werden wir danach sehen, Ja. ob das so ist. Also, ich glaube es Ihnen mal. Dass Microsoft wird dann ständig ein Screenshot von dein Bildschirm machen und wird das dann als Foto abspeichern und du könntest das dann über KI komplett durchsuchen. Also das heißt, du würdest dann jeden Stand auf deinem PC finden für eine gewisse Zeit, bis halt irgendwas voll ist. Also wäre natürlich cool, also das hat Vorteile, weil das halt sehr viel natürlicher ist zum Ja. Suchen als Filenamen allein. Und vor allem, es sucht auch in alle Dinge, die du gemacht hast, danach, also wirklich in den Dokumenten drinnen schon. Jetzt ist halt die Frage: Glaubt man Microsoft, dass das wirklich nur auf dein Gerät bleibt? Es gibt ja da zwar ähnliche Software bereits für Mac, gell? Also das ist ja aber ein Drittanbieter, die das anbieten. Ja. Da habe ich mir mal, da hab ich mal Early Access gehabt zu dem Ding. Ja, meins ist nicht, aber ja. Ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Also es könnte schon sehr gut sein, das muss ich sagen lassen. Also die Idee ist gut. Nur halt datenschutztechnisch ist es halt einfach ein ganz anderes Kapitel. Ja, aber ich würde jetzt nicht gleich mit Datenschutz, weil du Naja, hast die Daten es ja ist ja. ohnehin am Notebook oder auf deinem Device. Naja, nein, das geht ja so weit, wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und du machst jetzt, du loggst dich jetzt auf einer Seite ein,
auf einem Browser und der macht Sam dann gerade einen Screenshot oder der nimmt das auf, ist ja theoretisch dein Passwort da mit drin. Ja. Es geht ja um das, es ist ja egal, du kannst ja in dein Online-Banking gerade drin sein. Ah, das Das meinst. geht's ja. Ich meine, es ist jetzt nicht das Problem, dass das Dokument, was sowieso auf meinem Rechner ist, dass er darauf Zugriff hat, ja, na, nona, nicht. Aber da geht es ja um ganz andere Geschichten. Das ist ja die Geschichte. Okay, ja, stimmt, ja. Deshalb ist die Aufregung ein bisschen da. Ja. Das ist eigentlich die einzige Geschichte. Also, aber sonst, also auch das Surface Pro, das neue, ist jetzt weiterentwickelt, weil du kannst jetzt die Tastatur endlich externer nutzen, einfach die dabei ist. Also dieses Keyboard Case. Das heißt, es muss nicht dauernd mit dem Screen verbunden sein. Da kannst du quasi das auch anders positionieren. Ja, man, die Geräte sind jetzt nicht günstig. Also der Einstieg ist günstig und er ist günstiger als bei den MacBooks. Ja, okay, ja. Und sie geben da standardmäßig 16 GB RAM. Also 8 GB gibt es nicht. Ja. Ist auch gut so, Ja, ja. aber man, das Surface Pro schaut recht nett aus, das Neue. Ich meine, es startet bei 999. Halt ohne Keyboard. Ja, okay. Und halt mit einem LCD-Display. Wenn es mit OLED haben willst, wird es halt schon teurer. Alle nur noch AI. Es ist komplett AI, überall. Also Microsoft ist da sicher der Vorreiter, was das angeht, weil das ist halt wirklich überall drin. Und was alles habe ich auch noch genau, Microsoft arbeitet da mit Meta zusammen, um die Meta Quest quasi für die Xbox, glaube ich, rauszubringen und so weiter. Also Ja, nicht nur Xbox, da auch gibt es. Windows und alles, ja. Das haben wir eh schon gehabt das letzte Mal, aber jetzt kommt eben Windows auch noch dazu. Da mehr optimieren und puh. Ja. Ja, Microsoft hat einmal ordentlich Kohlen in die Dampflokomotive nachgelegt. Ja, also Windows 11 wird quasi AI und ARM tauglich. Ich frage mich, was. Ich frage. Ja, keine Ahnung. Ob das die nächste Dotcom-Blase wird. AI, ich weiß es nicht. Ich meine, ich weiß es nicht. Also, Microsoft wird es nicht in Ruin treiben, ja. Das eh nicht. Na, ich Aber. meine, ich finde, ich muss ja eins sagen, ich glaube, Windows hat diese Dinger gebraucht einmal. Weil. Ja, das ist zumindest einmal eine Chance, dass das besser werden kann. Das ändert ja nichts an die sonstigen Flaws, die das System inhärent schon Ich hat. meine, Flaws haben alle, das hat ein Ja, macOS, also das muss sicher. man. Ja. Also das ist vom Perfekt sind wir da weit weg. Natürlich. Gebe wieder vollkommen recht, aber ich kämpfe mit Windows echt so oft. Ja, vielleicht wird es ja jetzt Und ich besser. verwende es nur zum Zocken. Das, was? Ja, vielleicht wird es ja jetzt besser. Ja. Okay. Weil natürlich, es legt ja jetzt, Samsung legt jetzt die Copilot-PCs auf. Asus, Lenovo und wie sie alle heißen.
Ja, mein, gut, die sind ja schon per Verträge an Microsoft gebunden, das so umzusetzen, Ja, wie und Microsoft das natürlich, vorschreibt. mir jetzt natürlich als Konsumenten oder Nutzer dieser Geräte haben halt jetzt noch einen Vorteil. Ich springe jetzt gleich zum nächsten Thema, dass mir jetzt natürlich von Qualcomm einen neuen Anbieter für einen Prozessor und damit auch gleichzeitig Grafikkarten haben. Ja, okay. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, weil jetzt an der neue Snapdragon eben jetzt diese Leistung bringt, um jetzt wirklich konkurrenzfähig zu sein. Weil jetzt sei mal auf M3-Niveau. Ja, eh. Und was schade ist, sie haben ja so ein Testkit da rausgebracht, also ein Dev-Kit. Ich würde das einen PC. hammergeilen so Mini-PC, das war so ein Windows Mini-PC. Ja. Ich finde, der schaut sogar geil aus. Ja, wirklich, ja. Also mir gefällt er mit der durchsichtigen Box besser. Also ich hätte den so rausgebracht. Nein, der schaut wirklich cool aus, ja. Darf man eh nichts sagen. Also so durchsichtig wäre der Hammer. Also das wäre echt nicht schlecht, weil wenn du jetzt nur was zum Surfen, Arbeiten und sonst was brauchst, hättest du einen super PC. Ja. Und vor Wer allem, weil ja werden Intel aber sicher Apple kämen, so Mini-PCs, weil eben mit dem wird. Qualcomm erlaubt ist es jetzt quasi eben möglich, die Dinger wieder ein bisschen kompakter zu bauen, ohne extrem Leistungseinbußen zu haben. Weil bei den Mini-PCs hast du Jetzt immer das kannst Problem, entweder ist er du. Klar. größer, weil fette CPU drin, oder er ist kleiner, dafür hat er halt recht wenig Power mit den klassischen CPUs. Ja, oder er ist super laut, Oder super laut, ja. Genau. weil du halt Lüfter reinknallen musst nach und Ja. nöcher. Und er läuft dann trotzdem noch wärmer als in einem normalen Ja. Tower. Ist klar, da kriegst du die Physik nicht Nein, weg, nein, das ist einfach ist so. so, ja. Und natürlich, was auch das Problem war, Mini-PCs mit normalen Prozessoren und Grafikkarten waren furchtbar teuer zu bauen. Also da zahlst du schon mal für einen Ja. Formfaktor einen heftigen Aufschlag. Die Probleme, die du halt. Okay. Ist der RAM aufgelötet? Ist der SSD aufgelötet? SSD, Gut, glaube ich, ja, wie bei das Apple, wird wie beim Mac Mini ja. sein. Das ist natürlich Das klar, ist das noch hast du wieder ein da. Nachteil. Das Risiko hast du Ja. natürlich, also das muss man sagen. Wobei bei mein Mac Mini habe ich zumindest damals noch einen RAM tauschen können. Also das war damals Das möglich. kannst du bei den Bei neuen den neuen alles nicht nicht mehr. mehr, ne? Ja, aber was ich mir bei der ganzen Sache frage, nervt mich Windows dann ständig in Zukunft zwecks? Willst du Copilot haben? Da schalte ich doch frei. Microsoft, glaube ich, fragt dich nicht, ob du Copilot haben willst. Du willst Copilot haben. Na, ich will es auf meinem Gaming-System nicht haben. Du willst Copilot Na. haben. Microsoft sagt, du willst Copilot haben. Okay, dann werde ich mal kurz oder lang doch auf Also, SteamOS wechseln, oder? es ist ja auch so, jedes Copilot Notebook hat eine dedizierte Copilot-Taste zu Ja, haben. ja, das weiß ich Also schon, das ist das schon, verpflichtend. ja. Also Copilot ist in Windows dann, das wird essentieller Bestandteil sein wie der Startbutton, bis es in Vista wegtun oder nicht in Vista, wo haben sie es weggetan? 8. Windows 8. Bis sie dann drauf kann sein, das war echt eine blöde Idee. Ja. Na, aber wirklich, das ist die grundlegende Frage. Copilot, okay, da läuft es jetzt on-device, weil Snapdragon, bla bla bla. Ja. Microsoft updatet ja Windows 11e jederzeit ungefragt und bringt dir neue Funktionen oder nimmt dir Funktionen, die eigentlich gut waren. Labert die dann laufend, während ein Spiel läuft, der Copilot geht dann wieder Pop-up Na. auf. Da benutzt doch Na. den Copilot, du dies, du das, da willst du da alle Na. deine E-Mails scannen lassen, einrichten, bla.
Das ist das, was mich ein Also, bisschen sorgt, weil. ich glaube, es gibt die Überlegungen, dass Copilot irgendwann in Games einziehen könnte, um dir zum Beispiel Hilfestellung zu geben. Ja, nicht einmal das will ich haben. Wohl, du willst es haben. Nein, ich will es nicht haben. Microsoft denkt für dich, lass das Ja. einfach sein. Na, Das ich lass passt. nur Tim Apple für mich denken, aber beim Spiele-PC will ich noch selber denken. Beim Spiele-PC denkst du wie, wie jemand Ja, anderer. will ich selber denken. Na, na. Also du willst Copilot haben. Auch wenn du es nicht willst, du willst es haben. Na. Aber ich mache mir keine, ich mach mir da keine Hoffnungen, das wird bei Apple genauso einziehen. Ja, genau. Es wird halt dann Siri Ja, heißen. und nicht funktionieren. Ja, eben, was ist dann der Unterschied? Ja, bei Windows funktioniert es dann wahrscheinlich zumindest halbwegs, aber Siri ist ja eine Katastrophe. Immer noch. Und wird ja wahrscheinlich erst noch gereicht, diese AI-Funktionen. Die kommen voraussichtlich erst 2025 bei Apple, also. Ja, schau mal doch Ja. einmal. Okay. Also das ist das. Das hast du mal den Snapdragon auch gleich abgefrühstückt. Also das freut mich zumindest, dass jetzt endlich das einmal in der Windows-Welt auch angekommen ist, dass jetzt ARM da auch konkurrenzfähig ist. Ja, okay. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist okay. Gut. Tja. Ich Jetzt bin darfst immer du. noch skeptisch, aber vielleicht ist es einfach, weil ich alter Frag in Mann bin. Copilot. Frag in Copilot, der gibt da Antwort drauf. Kann man was? Hast du gerade einen Windows-PC Ja. offen? Du hast ja Copilot schon drauf, oder? Na, keine Ahnung. Na, ich hab sicher noch nichts drauf. Na, wüsste ich nicht. Du hast sicher Copilot schon drauf, oder? Co. Bi. Lot. Na, war ich nicht drauf. Ah, okay. Hast du Windows 10 oder 11, 11? 11. 11. Dann müsstest du jetzt wahrscheinlich mit irgendeinem Update wärst kriegen. Aber bei dir müsste es eigentlich, glaube ich, alles übers Internet laufen, weil du kein NPU Ja, hast. natürlich wird es über das Internet laufen bei mir, ja. Ja, genau, ja. Aber.